Ursache und Wirkung. Kommentar zum 312. Vers von Vivekachudamani. Shankara schreibt: Wenn sich die Wirkungen entfalten, kann man beobachten, dass auch die Samen und die Ursachen zunehmen und gedeihen. Wenn die Wirkungen zerstört werden und wegfallen, werden auch die Samen und Ursachen zerstört und fallen weg. Darum kontrolliere die Wirkungen. Ja, da ist oft die Frage, was ist zuerst, Henne oder Ei? Und sehr ähnlich kannst du auch fragen, woran sollte man zuerst arbeiten? Sollte man daran arbeiten, die Negativitäten zu überwinden? Oder sollte man daran arbeiten, die Unwissenheit zu überwinden? Die Ursache von allen Problemen ist die Unwissenheit. Wir können natürlich sagen, wir arbeiten jetzt an der Unwissenheit. Und indem wir an der Unwissenheit arbeiten, fallen auch die Wünsche und die Verhaftungen weg. Oder wir können daran arbeiten, die Wünsche und die Verhaftungen zu überwinden und dann verschwindet die Unwissenheit. Also wenn du zum Beispiel feststellst, du bist leicht reizbar, jetzt kannst du zwei Sachen machen. Du kannst probieren, bewusst Gelassenheit zu entwickeln, oder du kannst probieren, dich nicht zu identifizieren, und du kannst probieren, die Unwissenheit zu überwinden. Zum Beispiel, dich ärgert immer, wenn Menschen unordentlichen Schreibtisch neben dir haben. Jetzt könntest du zum einen sagen, ich bin das unsterbliche Selbst und ich bin das Selbst in allen Wesen. Ich bin auch das unsterbliche Selbst in denen, die den Schreibtisch nebenan unordentlich haben. Damit überwindest du die Unwissenheit und damit hörst du auf mit der Identifikation mit diesem einen Menschen, der vielleicht einen besonderen Ordnungssinn hat. Oder du kannst alternativ eben sagen, ich entwickle Toleranz, ich entwickle Ruhe und ich entwickle Gelassenheit. Du kannst an der Gewohnheit arbeiten, eine Gelassenheit zu haben gegenüber den Schreibtischen deiner Mitmenschen und die kleine Unordnung, die sie haben. Beides ist möglich. Wenn du dich mit den anderen identifizierst im Sinne von, dass du nicht nur mit diesem Körper und dieser Psyche dich identifizierst, sondern indem du deine Identifikation ausdehnst, auch auf andere, in diesem Maße wirst du das erfahren können, was du wirklich bist, nämlich unendliches Bewusstsein, und die Aufreger über die kleinen Unordnungen werden verschwinden. Umgekehrt gilt aber auch, indem du lernst, du nimmst dir vor, von heute an werde ich gelassen umgehen mit der Unordnung meiner Arbeitskollegen. Ich werde lernen, das einfach zu übersehen und Ruhe zu bewahren. Und wenn dir das gelingt, dann wirst du auch in der Lage sein, deine Identifikation zu lösen. In diesem Sinne, es spielt letztlich keine Rolle, womit du anfängst. Willst du die Unwissenheit überwinden zuerst und die Identifikation überwinden, oder willst du zuerst Verhaftung, Emotionalität und Wunsch überwinden? Beides funktioniert. Überlege selbst, woran willst du arbeiten?